keinen schlechten Wortwitz nochmal drüber. Was sagt denn unser unnützes Wissenbuch? Haben wir noch irgendwelche wichtigen Fakten, die wir quasi, vielleicht ein bisschen runter da. Die wir quasi noch einem Mann bringen könnten? Wahrscheinlich nicht. Das Feuerzeug wurde vor dem Streichholz erfunden. Okay, das ist interessant. Also ganz ehrlich, ich hätte andersrum geschätzt. Aber ansonsten, ja. Okay, was haben wir hier noch? Ach, ich könnte jetzt nochmal einen Bildungsauftrag erfüllen. Ein Organspender rettet mit einer Spende durchschnittlich 3 Leben, weil oft mehrere Organe entnommen werden. Deswegen, hier, einfach mal ganz kurz Werbung machen für füllt euren Organspendeausweis aus oder holt euch einen. Ich habe auch einen. Und ja, damit das einfach eindeutig geklärt ist, weil ich bin der Meinung, wenn man eh nichts mehr tun kann, weil man irgendwie aus diversen Gründen zu früh hier geistig von der Erde entwichen ist, dann, ja, kann man zumindest den Leuten, die zurückbleiben, noch was Gutes tun und ihnen wirklich ein Leben schenken. Wenn man stattdessen die Sachen eh bloß unter der Erde verbuddeln und vergammeln lassen würde, deswegen möchte ich euch das irgendwie nahelegen, das zu tun, wenn es gerade so einfällt. Das, ja, würde mir im Herzen liegen. Es ist nur so ein kleiner Denkanstoß, weil was nützt es euch, wenn es alles unter der Erde vergammelt und da rumliegt, dann kann man es auch nützlichen Zwecken zuführen, wenn es alles noch so funktioniert, wie es soll. Da kann man, wie ihr gerade gehört habt, 3 Menschenleben retten und das, finde ich, ist es durchaus wert, für so einen kleinen Zettel einfach mal auszuführen, mit Jahren zu kreuzen und dann, ja, nur mal ein bisschen Bildungsauftrag hier reinzubekommen. Ansonsten ist er eher so Friede, Freude, Eierkuchen, Quatsch, die du hier bei mir im Let's Play. Jetzt kann man mal ein bisschen ernst werden. Wie lange muss ich noch ernst bleiben? Ja, jetzt ist schon wieder vorbei. Jetzt ist schon wieder vorbei. Jo, was sagen die Signale da vorne denn? Gehe über Tunnel 4, Gleis 1 in 7 Meilen und die Signale da vorne sagen, also sie sprechen natürlich mit mir, gar keine Frage. Die Signale sprechen, deswegen sagen die mir auch Sachen. Sieht aber sehr grün aus, wie es scheint. Ja. Ach, wir sind, wie viele Zugwägen haben wir? 4 Stück vorne. Hollala, und wie viele hinten? 2 Stück, gell? Oha, wir haben 6 Triebwägen. Hab mir gedacht, wir hätten vorne 2 und hinten 2. Dass wir 6 Triebwägen haben, finde ich, finde ich eine interessante Tatsache, ne? Also, hollala, hätte ich nicht damit gerechnet. Aber ist interessant zu wissen. So, jetzt könnt ihr euch diesen Fakt auch noch an die Nand, an die Nand hängen, genau, Schwürfeljosch, an die Wand hängen und euch, drüber freuen. Yay. Party hart. Ach ja, schön ist es. Und wie schon mal eingangs erwähnt, kann ich auch nicht wirklich über irgendwas Aktuelles reden, weil das dürfte hier jetzt irgendwie eine, wahrscheinlich die 4. Folge oder sowas von dieser Aufnahme sein oder irgendwie Ende der 3. oder sowas. Ich schau mal noch, wie ich die schneide und deswegen, ja, gibt's da nicht allzu viele aktuelle Themen. Das ist nämlich etwas weiter Zukunft. Ja, ich kann in die Zukunft schauen. Ich werde euch prophezeien, dass heute, wenn ihr diese Train Simulator Folge guckt, dass, lass mich überlegen. Was war das denn? Dass heute schon eine Folge Deponia gekommen ist. Zufall, ich denke nicht. Ja, das ist, ich kann die Zukunft sehen, das liegt nicht daran, dass das alles quasi von mir abhängt, wie ich es freischalte. Nein, das ist, alles gar kein Zufall. Was haben wir denn noch? Das Feuerzeug hatten wir schon. Ach, bleiben wir bei Michael Schumacher. Da haben wir ja schon in der letzten Folge was drüber geredet. Sind Sie Michael Schumacher oder was? Nein, in der gleichen Aufnahme, also in einer der letzten Folgen, hatten wir ja, wie viel Nudeln er schon gegessen hat. Und jetzt haben wir noch eine weitere Statistik, die unglaublich interessant ist. Er hat während seiner Karriere 273 Liter Champagner auf dem Siegerpodest verspritzt. Schön. Vor allem ist es ja nicht bloß irgendwie ein billiger Sekt, sondern es ist halt Champagner. Aber hey. Leute, die es haben, die haben es halt. Was will man tun? Bliblablablub, bliblablub. Jo, was sagt denn die Geschwindigkeit? Die sagt, das passt alles soweit und wir nähern uns weiter dem Höhepunkt unserer, okay, nicht unbedingt unserer geistigen Ergüsse, aber zumindest mal räumlich-zeitlich gesehen. Aufgabe anzeigen wäre hier. Ach, gebe Tunnelgleis 4. Was haben wir denn da noch? Über West. Ah, okay. Und dann müssen wir, halten Sie da.
Da müssen wir dann anhalten, in der Kohle- und Wasserstelle. Okay, auch wenn wir ein Dingenzug sind. Das heißt, den extrem steil aussehenden Part bekommen wir dann nicht mehr mit. Aber ich glaube, das reicht dann auch erstmal für heute, ne? Ansonsten würde sich das etwas zu stark in die Länge ziehen, solange unser Zug ist. Genau so wird es in die Länge ziehen. Aber interessant finde ich, dass wir quasi schneller als die Geschwindigkeitsbegrenzung sind. Und trotzdem mehr Verspätung einsacken. Das ist interessant. Aber ich möchte eigentlich auch nicht zu schnell sein. Aber, naja. Oder machen die das hier irgendwie die ganze Zeit so, dass eigentlich die Züge hier dauernd zu spät sind. Also 1, 2, 3, 4. Es sind halt echt wirklich 4 von diesen Triebwagenteilen. Finde ich interessant. So können wir aber durchlaufen lassen. Finde ich schön. Jo, dekorativ. Ja, jo, ich dachte hier, ja. Ein kleines für den Let's Play hier vom, was haben wir denn da, wie heißt es? Genau, wisst ihr, wisst Bescheid. Aber wenn ich jetzt immer so auf die Uhr bzw. auf die Zeit schaue, dann macht mir das insofern Angst, dass wir quasi erst, wenn wir eine Viertelstunde Verspätung haben, kommen wir quasi erst so gegen 10 nach an. Das heißt, wir haben uns noch, hollala, einiges an Zeit vor uns. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Zur Hilfe, zur Hilfe. Finde ich interessant, aber ich kann auch mal eine Aufnahmepause machen, falls mir das irgendwie nicht mehr behagt. Oder geht's runter? Da vorne geht's runter. Ein Wunder ist geschehen. Oder tut das nur so, weil wegen optischer Täuschung und so. Oder wir können aber Just for Fun abkuppeln. Nein, natürlich nicht. Würde mir nie einfallen. Nein. Muss alle seriös bleiben hier. Aber ich könnte mal einen Schluck trinken. Oder einfach mal anfangen, gar nichts zu kommentieren, wie jeder gute andere Let's Player auch, der einfach nicht das Spiel zu quatscht bis zum geht nicht mehr, dass es irgendwann tot umfällt, weil es das nicht mehr ab kann, sondern einfach mal ein bisschen den Spielklängen lauschen, ein bisschen zur Ruhe kommen, einfach mal abschalten von der Geschwindigkeit und von dem schnelllebigen Gelabere der Welt. Einfach mal entspannen und sich an der Entspanntheit der Strecke zu freuen. Genau. Oh, ein Holzhebel. Sieht immer aus wie so jemand, mit was man jemanden ihm erschlagen könnte. Ach, Signalhorn. Interessant. so. Oh, wir sind zu schnell. Aber irgendwie, ganz ehrlich, ist mir das jetzt, glaube ich, zeitmäßig egal. So. Da haben wir nochmal eine tolle Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. Nein, ich singe nicht mehr, das. Ich bin schon ruhig. Können wir irgendwie mal den hier machen? Wobei die Brücke sehen irgendwie viel zu hell texturiert aus. Das finde ich irgendwie seltsam. Das finde ich, glaube ich, ist ein bisschen strange, ne? Dann holen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit auf hier, weil ansonsten kommen wir echt zu nichts hier. Es ist echt keine Pracht und wir fahren ja auch nicht allzu schnell. Also 30 Meilen pro Stunde sind jetzt nicht so die Geschwindigkeit. Also, naja. Ich habe einigermaßen dürfte ich doch alles in dem Rahmen sein, den man sich auch annehmen kann. Ja, so ist das natürlich hier. Also 30 sind in Ordnung, wenn wir es mal können. Und die Verspätung bleibt trotzdem so, wie sie ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Das finde ich seltsam. Aber wird auch immer seinen tieferen Sinn haben. Oder haben wir irgendwo ein 30-Signal überfahren und übersehen und haben deswegen irgendwie die ganze Zeit das Gebot 25 zu fahren. Das könnte ich auch sein. Irgendwie finde ich das ist keine logische Erklärung dafür, weil, wobei hier wird es sehr eng, von dem wir uns eigentlich Sinn machen, etwas langsamer zu fahren, aber nicht ja. Was haben wir hier? Oder geht es in einen Viadukt? Kommen wir nicht auch. Ah, da kommen wir nicht rein. Schade, schade. Also nicht ganz frei bewegbar alles hier. Ach, da kommt er hier wieder raus. Okay, dann stellen wir uns einfach mal irgendwie so hier auf die Mauer, auf die Lauer. Und schauen wir mal, wann unser Zug hier vorbei rauscht. Erst wird die Geschwindigkeit aufnehmen. Und dass wir den Zug wieder lauter machen. Das ist einfach eine Pracht. Genial. Kann man hier auch ein bisschen zoomen. Dann wirkt das noch etwas. Nee, so ist besser. So ganz gemütlich. 1,9% steigen haben wir hier. Und also, das hier ist echt. Ich weiß nicht, wie man das pünktlich schaffen soll. Das hab ich noch nicht ganz verstanden, aber
Also mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz so schnell sein soll, aber dann hätten wir natürlich das Problem, dass wir hier noch zu später werden und dann noch mehr Minuspunkte bekommen. Und die sind echt ordentlich für die Verspätung, also da bekommt man richtig reingedrückt. Wobei es, glaube ich, nicht wirklich irgendjemand interessiert, ob ich 10 Minuten zu spät bin als Güterzug. Nun, wir haben auch keine eingleisige Strecke, das heißt, wir können der Sache entgegenkommen, also sollte das eigentlich keine Probleme darstellen, aber anscheinend stellt das irgendwelche Probleme dar und irgendjemand stört sich dran. Naja, so ungefähr wird es sein. Also, wie weit haben wir es denn noch bis zum nächsten Halt? Eine ganz schöne Weile. Kommen wir dann irgendwann nochmal auf eine ebene Fläche, weil sonst würde ich mal am allerliebsten ganz kurz mal Pause machen mit was snacken und sowas. Weil Tunnel wäre schon wieder ein bisschen fast zu weit bis dahin. So lange, langsam wir uns hier lang schlängeln. Was haben wir hier? Lagerhaus 10. Wenn ich jetzt die Situation speichere, frage ich mich gerade. Hat man dann eigentlich die Geschwindigkeit noch oder nicht mehr? Ich probiere es gerade mal kurz speichern. Möchten Sie den Fortschritt mal konventionell speichern? Ja. Einfach nur gespeichert. Bin nochmal gespannt. Dann könnte ich nämlich nachher, beziehungsweise später, beziehungsweise an irgendwelchen anderen Tagen weiter aufnehmen. Ich warte vielleicht mal ganz kurz, bis wir wieder oben sind, weil hierauf beschleunigen, falls das nicht so sein sollte, wird etwas problematisch, habe ich mal gehört. Und deswegen wollen wir das vielleicht nicht unbedingt zur Hand haben, ne? Ne? Wirklich? Okay. Da ist ein Tunnel und da sind wir. Und wir fahren außerhalb des Tunnels. Tunnel sind toll. Ach, da ist der hintere Teil vom Zug. Okay. Gut, ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz speichern. Und dann sehen wir uns eventuell irgendwann bald, Schrägstrich, nachher, Schrägstrich, gleich wieder. Je nachdem, ich die Folgen schneide. Also, tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Ertragen von diesem unglaublich langwierigen Streckenabschnitt. Das tut mir leid. Also, tschüss! So, hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier zur, ja, weiteren Aufnahme vom Let's Play Train Simulator 2015. Ich habe es einfach mal so ein Pausenmenü belassen, habe jetzt ein bisschen was gegessen, ganz kleines bisschen was gegessen, genau, Schwürfeljosch. Und jetzt hören wir uns die letzten Meter, Kilometer, beziehungsweise eher Meilen auf dem Weg bestreiten. Wir fahren jetzt gleich über einen Tunnel, was haben wir noch alles vor? Wir fahren noch über Norden und über Norden-West und über Norden. Das heißt, wir fahren einfach in Richtung Norden. Stimmt eigentlich auch kartenmäßig. Da oben ist Norden und wir sind da. Okay, wir fahren nach Süden. Schön. Gut, das macht Sinn, möchte ich behaupten. Hier ist Norden-West. Obwohl wir eigentlich so nach Südwesten fährt. Aber hey, da geht's nach Norden. Da oben ist Norden. Und hier ist sogar Passagierstation. Kann mich auch Passagierschub fahren? Da ist noch eine Passagierzug-Haltestelle. Ja, das heißt Bahnhof. Ja, ist ja okay. Aber ansonsten sieht es da relativ dünn aus. Naja, schauen wir mal ganz kurz, was wir denn hier noch so haben. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung, die um sowas und über das Maß hinausgeht, was tolerierbar ist. Also, ich muss sagen, so knapp 2 Meilen pro Stunde zu schnell ist, also hollala. Also, da kann man schon mal... Da kannst du den Zug schon mal verreißen. Das ist unglaublich. Kann keiner erzählen. Okay. Ja. Minus 180. Naja, ich glaube, die Fahrt wird eh so erfolgreich sein, wie schon lange keine Fahrt mehr auf YouTube gewesen ist. Das ist also am Grad der Professionalität und Kompetenz nicht zu überschreiten. Das ist einfach unglaublich. Und da kann man für nichts tun. Ja, bei 75 ist ein bisschen ruhiger der Zug. Das ist ganz praktisch. Wo ist denn unser letztes Ende? Hier. Und ich bin ja auch mal ganz gespannt, wie dann quasi unsere Endhaltestelle aussehen wird. Wo wir dann quasi, schlussendlich halten müssen. Ob das irgendwie so ein ganz langes Abladegleis ist oder was wir da vor uns haben, da bin ich ja mal gespannt. So. Haben wir ungefähr wieder 26 Meilen pro Stunde. Ich denke, so können wir ungefähr weiter verfahren. Sollen wir uns nicht verfahren? Ach, der wird auch nicht älter. Jo, und da haben wir jetzt ein Dingenskirchens. Licht weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie man es anmacht. Haben wir irgendwo einen Lichtschalter? Okay, es bleibt eh hell. Ja, das ist unglaublich professionell hier gemacht. Das ist also genial. Wobei, wir haben ja auch hier so Öffnungsteil. Also von dem her
steht da dem, dem Sonneneinfluss nichts im Wege. Ja, so ist es natürlich. Gar keine Frage, ohne Zweifel, ohne Probleme. So muss es sein. Hinten sind wir wahrscheinlich noch draußen. Ja, ganz locker noch draußen. Und vorne fahren wir gerade durchs Viadukt durch. Wobei, die Teile sind ganz klein, wo man durchgucken kann. Naja, reicht aber, denke ich, halbwegs. Jo. Bisschen anziehen. Oh, jetzt haben wir wieder die Steigung. Oha, nee, jetzt haben wir wieder 3,3%. Hilfe. Naja, wieder 1,9. Hä? Egal, irgendeinen tieferen Sinn werden die Steigungsdifferenzen haben. Habe ich zwar noch nicht wirklich erkannt, aber irgendeinen tieferen Sinn wird ihnen durch wissenschaftliche Studien nachgeschrieben. Das ist, muss man durchaus so sehen, dass das alles seinen tieferen Sinn irgendwo hat. Hinten immer noch nicht durch, wow. Ja, der Zug ist echt ordentlich. Also, dass man das nicht irgendwie in mehrere Züge zusammenfasst, verstehe ich irgendwie nicht wirklich, aber... Naja, ich bin ja auch kein professioneller Zugfahrer, ansonsten wäre die Welt echt abend dran. Wenn das ja Professionalität ist, dann... Ich glaube, wenn das das obere Maß wäre, dann... Dann würde die Welt ähnlich zugrunde gehen, habe ich so das Gefühl, deswegen... Luftmodismo besser sein, ja. So in der Art. So, also vor ungefähr 10 Minuten hätten wir um Tunnel sein müssen. Und da wären wir erst in 5 Minuten. Das ist einfach eine Pracht. Ach, ich bin unglaublich stolz auf den Fahrplan und auf was auch immer wir alles noch so da haben. Die Frage ist, ob wie weit ist es dann noch bis zur Endhaltestelle? Also Tunnel, kriegen wir den eigentlich auch irgendwo angezeigt als Markierung? Ach, da ist Tunnel. 1,12 Meilen und das hier ist dann in... Welche Richtung? Wo ich dich? Da hinten. In 11 Meilen. Okay, gut. Dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ein paar Meilen schon. Oh, ein Kollege. Lass mal einfach mal so. Die Züge. Sie fahren Tag ein und Tag aus. Völkern das Schienennetz. Fahren über Wegstrecken, lange Strecken, die sonst gänzlich unbevölkert wären. Die Akustik, die von ihnen ausgeht, ist für ihre Umwelt und für die Anwohner etwas, womit man sich abfinden muss. Eine unvermeidbare Tatsache, die dort so existiert, wie sie sonst nirgendwo vorkommt. Züge, sie fahren auf Schienen, Schienen gebunden. Sie können den Weg nicht verlassen, sie können nicht ausbrechen aus dem Alltagstrott. Ihr Weg ist vorgegeben. Sie können nichts dagegen tun. Jeder Schritt... Jeden Meter, jede Meile, die sie zurücklegen, ist vorbestimmt. Am Weg kann nichts geändert werden. Auch nicht an der Fahrweise, weil die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind so präsent. Der Zug eingeschränkt ist in der Wahl seiner Möglichkeiten. Und so verwundert es nicht, dass wir mit mehrminütiger Verspätung das Ziel erreichen werden. Weil so viel anders ist, weil so viel nicht vorherbestimmt ist, weil wir einfach keine Möglichkeit hatten, es anders zu machen. Der Fahrplan hätte es wissen müssen. Es war klar, dass wir zu spät sind. Es war klar, dass wir es nicht schaffen werden mit den Möglichkeiten, die wir hier vor uns haben. Mit unseren 6 Triebwägen. Viel zu schweren Anhänger hinter uns. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und keiner hätte was dagegen tun können. Wir haben uns der Herausforderung gestellt. Uns auf den Weg begeben, der Hoffnung, es anders zu machen. Als die Zugfahrer vor uns haben gehofft, alles könnte besser werden, alles könnte reibungslos funktionieren. Aber die Gesetze der Physik
haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es konnte nicht so sein, wie wir uns das erdacht haben. Unsere Wege sind nicht frei. Vorherbestimmt durch so viele äußere Einflüsse. Was hat man als Individuum noch für Handlungsspielräume? Und damit beenden wir diesen philosophischen Einschub zugunsten eines kurzen Wasser-Intermezzos meines Gaumens, genau. Ja, ich sage jetzt nicht mehr trinken, sondern es ist ein Wasser-Intermezzo meines Gaumens. Das hört sich viel seriöser an und hat auch wesentlich mehr Stil, muss ich sagen. Das ist gar keine Frage. So, hinten vor uns auch gleich im Tunnel. Genau, sind auch gleich im Tunnel. Wunderbärchen. Tunnel 4, Gleis 1. Ach, das ist erst Tunnel 4 und da geht's relativ steil. Überhaupt, relativ steil runter. Dies ist interessante Tatsache, ne? Jo, durch den Tunnel durch. Was ist jetzt das? Ich hab's noch nicht auf 1 gedrückt, aber jetzt sind wir hier vorne. Okay.